Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Cooper, also ich selber war noch nie in Afghanistan, ich glaube Sie auch nicht, und das, was Sie da an Support für Afghanistan vorgeschlagen haben oder so, das entzieht sich halt meiner Kenntnis und sicher auch der Kenntnis vieler, die davon berichtet haben, was in Afghanistan passiert, wenn Menschen da ankommen. Aber wir beschäftigen uns ja heute mit der Frage, mit dem Piratenantrag, und da finde ich es dann schon auch beeindruckend, dass die Piraten nicht vollzählig hier anwesend sind, aber sei es drum. Afghanistan ist nicht sicher, ist eine Frage, die auch die evangelische Kirche in Deutschland teilt und die nicht von der Hand zu weisen ist. Sie steht in Verbindung mit Anmerkungen des UNHCR, davon ist jetzt schon häufig berichtet worden, vom 22. Dezember letzten Jahres. Er weist darauf hin, dass sich die Sicherheitslage aktuell verändert. Und auf der anderen Seite gleichzeitig beobachten wir, dass sich die Schutzquote für afghanische Flüchtlinge auch verändert. Sie sinkt nämlich. Lag sie noch ohne die Dublin-Rücküberstellungen für Afghanistan 2015 noch bei 77%, so sind wir 2016 auf 56% abgesunken. Das heißt also, 44% der Afghaninnen und Afghanen werden abgelehnt. Eine neue Bewertung der Sicherheitslage hätte natürlich auch Auswirkungen oder muss Auswirkungen haben auf die Schutzquote. Und es besteht ja, das muss man dann in diesem Zusammenhang auch noch mal deutlich machen, für abgelehnte Asylsuchende die Möglichkeit, ihr Antragsverfahren durch einen Asylfolgeantrag wieder aufzunehmen. Wichtig ist an dieser Stelle, die Sicherheitslage wird ja nicht in Nordrhein-Westfalen bewertet, sie wird im Bund bewertet und muss da gewürdigt werden. Und dort gilt es auch, die Aussagen der NGOs einzuschätzen. Da muss der Bund aktiv werden. Und da sind wir jedes Mal erschüttert über die Ignoranz der Bundesregierung gegenüber den Aussagen vieler Nichtregierungsorganisationen über die Lage in Afghanistan. Wir halten das für skandalös, und es scheint auch allein politisch motiviert zu sein. Was können wir also in Nordrhein-Westfalen tun? Also einen Abschiebestopp über 3 Monate zu verhängen und dann die Leute wieder im Unsicheren zu lassen, halten wir für nicht wirklich zielführend. Deswegen sind wir froh, dass die kommunalen Ausländerbehörden die Aufgabe haben, auch noch mal zu prüfen, ob die rund 1.500 ausreisepflichtigen afghanischen Staatsangehörigkeiten die Voraussetzungen für einen weiteren Aufenthalt aufgrund humanitärer Aspekte erfüllen oder und ob Integrationsleistungen im Einzelfall vorliegen. Das Innenministerium hat dazu ja einiges herausgegeben, das ist hier vielfach schon erwähnt worden. Und die handlungsleitenden und ermessungsleitenden Hinweise gelten selbstverständlich auch für die Geflüchteten aus Afghanistan, beispielsweise wenn es um gut integrierte Jugendliche oder zum Zwecke der Ausbildung geht. Und es ist auch richtig und auch geschehen beim letzten Flug nach Afghanistan, dass dann geschaut wird, im Einzelfall geprüft wird, ob es überhaupt verantwortbar ist, dass diese Menschen zurückgeführt werden. Wir haben auch als Grüne durchgesetzt, dass bei Rückführungen zuallererst die freiwillige Rückkehr in den Mittelpunkt gestellt wird und nicht die Abschiebung, nicht die Zwangsmaßnahme. Das ist auf jeden Fall im Sinne der Betroffenen. Im rot-grünen Koalitionsvertrag haben wir zur Flüchtlingspolitik vereinbart, wir wollen unter besonderer Berücksichtigung integrationspolitischer und humanitärer Gesichtspunkte die landesrechtlichen Spielräume nutzen, damit die Betroffenen von der bestehenden Rechtslage profitieren können. Meine Damen und Herren, wir stehen daher weiter für eine verantwortungsbewusste, an Humanität orientierte Flüchtlingspolitik, die dann, das kann man auch kritisieren, im Rahmen der bundesgesetzlichen Vorgaben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.